Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Club All Cars. Heute habe ich insgesamt 10 Fahrzeuge mit dabei für euch und wir fangen an mit dem BMW M3 GTS. Ja, der M3 GTS ist eine Special Edition des normalen M3s, also eine Leistungssteigerung von einer leistungsgesteigerten Version des M3s quasi. Und den gibt es tatsächlich in der Realität auch und er hat übrigens auch dieselbe Farbe in der Standardversion. Und somit ist das hier wirklich ein schönes Fahrzeug, was sehr exklusiv ist, was ich auch sehr gerne in Drive Club benutze. Der Sound ist schön satt, das Fahrverhalten ist auch relativ neutral. Der Wagen kommt schön übers Heck, wenn man möchte. Und insgesamt muss man aber bedenken, dass es ein Auto ist, was über Club freigeschaltet wird. Ich glaube, das zweite Auto, was man überhaupt freischalten kann über die Club-Funktion. Also muss man ordentlich im Club fahren, um den zu bekommen. Das sind übrigens jetzt die Performance-Fahrzeuge. Wir werden da jetzt 10 Stück von sehen insgesamt. Und die anderen 10 bzw. 9, die noch in dieser Klasse sind, kommen dann in der übernächsten Woche. Nächste Woche dann wieder die Tour. Wie gesagt, immer im Wechsel, hatte ich schon mal irgendwann angekündigt. So wird es jetzt kommen. Jetzt schauen wir uns mal das Cockpit an. Das unterscheidet sich nicht großartig von dem Cockpit eines normalen M3s. In der Mitte sehen wir noch so ein kleines digitales Feld, was ganz nett ist. Und somit hat man das immer alles gut auf einen Blick in dem Wagen. VIP-Schalter und natürlich einen kleinen Heckspoiler. Und ja, schönes Auto. Gefällt mir ganz gut. Aber wir schauen gleich mal weiter, was es noch als nächstes gibt. Wir werden immer eine Runde fahren, die ungefähr 2 Minuten dauert. Also haben wir jetzt hier heute in dieser Folge mal ein paar mehr Autos, was auch bestimmt ganz schön ist. Und das ist echt cool, dass man wirklich so viele exklusive auch Traumfahrzeuge hier in dem Spiel hat. Traumwagen wollte ich das jetzt nicht nennen, aber schon super. Ja, das nächste wird der BMW M4. Ja, ein relativ neues Modell, was mittlerweile in fast jedem neuen Rennspiel irgendwie enthalten ist. Hier ist es nochmal per DLC quasi nachgekommen. Der DLC war sogar umsonst wegen den Startproblemen des Spiels, wo hat der Entwickler den direkt mal gratis rausgegeben, was sehr, sehr nett ist. Und somit hat man eben den Zugriff auf den M4, der sich auch ähnlich wie der M3 fährt, halt noch ein bisschen, meines Erachtens nach, ein bisschen agiler ist. Man kommt ein bisschen besser um Kurvenkombinationen herum. Der Motorsound ist dafür nicht ganz so gut gelungen, finde ich. Das ist aber auch, glaube ich, das an dem Fahrzeug so ein bisschen behaftet, weil, ja, 6-Zylinder-Turbomotor gegen V8 ist natürlich auch so ein kleiner Unterschied. Aber man kann sich eigentlich nicht beschweren. Das Auto liegt sehr, sehr gut und hat eben auch hier dieses Head-Up-Display in der Windschutzscheibe, wo man gucken kann, wie schnell man ist. Das ist ein ganz nettes Gimmick, was mittlerweile mehrere Hersteller einbauen, eben aber auch sehr oft bei BMW zu sehen ist. Ja, das Cockpit sieht sehr, sehr schön aus. Bin ich schon mal ein paar Mal bei anderen Rennspielen drauf eingegangen. Die Mittelkonsole auch sehr schön mit viel Chrome-Applikationen. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Und hier sind eben auch VIP-Schalter am Start. M ist ja auch dann die Sportversion von der Viererreihe und somit dieser M4, also auch ein schönes Auto. Was findet ihr eigentlich schöner, M4 oder M3? Welches Modell sagt euch mehr zu? Wenn ihr eine Meinung dazu habt und euch mal äußern wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, ich persönlich finde die Farbe ein bisschen unschick, sag ich es mal, um es höflich auszudrücken. Ist die Standardlackierung natürlich, die ich immer drauf mache. Ja, das nächste Auto ist die Chevrolet Corvette Stingray. Das ist die C7er Baureihe. Und dieses Auto wurde im Dezember DLC veröffentlicht. Das heißt, dieses Auto ist in einem kostenpflichtigen DLC-Pack enthalten, das ihr kaufen müsst. Sonst habt ihr diesen Wagen nicht in der Garage. Ja, es gibt viele Europäer natürlich in der Fahrzeugliste von Drive Club und ganz wenig Japaner oder Amerikaner, und jetzt hat man eben mal einen Ami-Schlitten und dafür auch noch einen ziemlich coolen. Und was mich am meisten an diesem Auto überzeugt, ist dieser Sound und das Getriebe. Man hört immer sehr schön, wie das Getriebe hinten im Kofferraum irgendwo am Rumknackseln ist.
Knackseln ist, glaube ich, auch das falsche Wort. Ich glaube, das bedeutet was anderes. Naja, auf jeden Fall finde ich diesen Sound einfach nur richtig geil. Ich könnte dieses Auto echt stundenlang fahren, einfach nur um diesen schönen Sound von dem Wagen zu hören. Also die sind in dem Spiel wirklich gut umgesetzt. Auch hier sehen wir wieder einen Head-Up-Display. Fahrverhalten ist insgesamt ziemlich agil. Der Wagen liegt eigentlich immer sehr, sehr gut. Und man kann ihn auch ganz gerne mal querstellen, ist dabei aber immer noch gut handelbar. Also ein Top-Wagen, muss man sagen, gerade in dieser Klasse gehört er auch schon mit zu den Besten, finde ich. Und ja, wenn man sowieso den Season Pass hat, dann kriegt man den ja sowieso dann mit. Ich habe mir den geholt, weil ich euch dann auch die neuen Autos immer zeigen werde hier. Wenn die All-Cars-Serie vorbei ist, kommen dann jeden Monat die neuen Autos mit da rein. Und das wird bestimmt auch für euch interessant. Die Corvette hier auf jeden Fall schon mal ein Highlight der nachgelieferten Autos, finde ich. Vom Design her gefällt mir der Wagen auch sehr gut. So, nächster Kandidat ist wieder ein BMW, schon der dritte. Ja, in der Performance-Klasse, da tummeln sich relativ viele. Ich gehe einfach nach der Liste. Und das ist dieses Mal ein M5 und es gibt sogar zwei BMW M5s im Spiel. Einmal diesen hier, der ist von 2013 und dann noch eine andere Version, ich glaube von 2011. Die sehen wir dann in der nächsten Folge, die in 2 Wochen kommen wird. Ja, der Wagen ist ein bisschen träger als die anderen Kandidaten, die wir vorher gesehen haben. Gerade beim Beschleunigen braucht er immer ein bisschen mehr Bedenkzeit, sage ich es mal so. Und er ist auch in den Kurven etwas träge. Man kann ihn natürlich auch ganz gut in die Kurven schmeißen, muss aber bedenken, dass er dann doch sehr langsam wird. Der Topspeed ist ganz gut gelungen, also ich glaube, das ist die Stärke von diesem Auto. Ansonsten ist es aber auch cool, finde ich, dass dieser Wagen einen Weg hier ins Spiel gefunden hat. Den hat man sonst doch relativ selten in irgendwelchen Spielen. Bei The Crew gibt es den übrigens auch, da habe ich ihn mal gesehen beim Händler. Aber insgesamt, schön, dass es den hier gibt. Ist jetzt aber nicht unbedingt für schnelle Rennen gut geeignet. Ja, auch hier wieder Head-Up-Display, das sieht man immer ganz gut hier in dieser Perspektive. Und das Lenkrad hier, die Cockpit-Ansicht. Relativ klassisch BMW-mäßig gehalten. Wir haben hier natürlich auch in der Mitte, in der Mittelkonsole, da wieder das große Display. Und die Armaturen sind hier noch, wie es aussieht, analog. So dass man eben hier noch, ja, ein normales Bild einer 5er-Limousine sieht. Also ich finde, nicht so spektakulär jetzt vom Cockpit her. Ja, auch hier in der letzten Kurve, da sieht man immer, da geht er ein bisschen quer. Aber an und für sich ist er auch gut handelbar. Nächster Kandidat ist der Mercedes AMG. Ah, jetzt vergesse ich immer den Namen. GTS, genau. Mercedes AMG GTS, der sozusagen quasi Nachfolger im Sinne des SLS. Und der ist schon beim Release mit rausgekommen, ist aber auch ein DLC, man muss ihn also herunterladen. Und auch hier ist dieser Wagen mit einem wunderschönen Sound versehen. Also auch hier hört man immer das Getriebe schön arbeiten. Und echt ein Traum, sich das Ding einfach nur anzuhören. Aber im Fahrverhalten ist er auch extrem agil und super, super gut zu handeln. Also tolles Fahrverhalten, sehr ausgewogen. Gehört mit zu den schnellsten Autos in der Performance-Klasse insgesamt, auch was die Rundenzeit angeht und das Fahrverhalten. Also auf jeden Fall, es lohnt sich richtig, den runterzuladen und kostet auch nichts, ist umsonst, also gratis. Und von daher auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Von dem Wagen werden wir in den nächsten Jahren immer noch viel sehen. Davon soll auch bald eine GT3-Version für den Motorsport rauskommen. Das wird bestimmt interessant. Ja, das Cockpit ist hier mit den Rundinstrumenten in der Mittelkonsole, unterstreicht so ein bisschen den neuen Trend bei Mercedes. Wir haben auch einen Head-Up-Display zwischen zwei analogen Drehzahlmessern und Geschwindigkeitsanzeigen, also noch so eine Art Hybrid-Version zwischen den alten und neuen Techniken, was ich sehr cool finde. Und das Ganze wirkt wirklich gut, aber jetzt auch nicht so mega überragend.
Ja, viele finden das Design von dem Wagen ein bisschen komisch, finden den SLS besser. Was haltet ihr von dem Design? Wenn ihr was dazu zu sagen habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Vorne finde ich ihn super geil. Ja, nächstes Auto, ein Italiener, nämlich ein Maserati Gran Turismo MC Strandale. Den bekommt man relativ früh schon im Spiel. Es ist einer der ersten Performance-Fahrzeuge, die man freischaltet. Und der hat insgesamt ein relativ gutmütiges Fahrverhalten, wie fast alle Autos. Aber der ist noch ein bisschen gutmütiger. Also da kommt eigentlich, glaube ich, jeder Anfänger auch mit klar. Der Wagen hat manchmal leichte Untersteuerungstendenzen, was natürlich in einem Arcade-Spiel nicht ganz so cool ist. Aber wir haben hier ja eigentlich eine ganz gute Mischung aus Arcade und Simulation. Es ist kein voller Arcade-Titel. Deswegen haben die Autos ja auch andere Eigenschaften und deswegen macht es ja auch nur Sinn, dass ich diese Sendungen hier mache und die Fahrzeuge beschreibe. Bei kompletten Arcade-Fahrverhalten muss man ja nicht viel erklären. Ja, das macht den Wagen auch nicht so besonders schnell, aber wie gesagt, für jeden Anfänger gut geeignet. Da macht man nicht viel falsch. Vom Design her finde ich den Wagen auch sehr, sehr schön. Der Sound ist ein bisschen träge, da hätte ein bisschen mehr drin sein können. Das Cockpit, wirft mich jetzt auch nicht so vom Hocker. Das Lenkrad finde ich ganz schön gelungen mit dem Maserati-Emblem eingearbeitet. Auch hier hat man VIP-Schalter wieder dabei. Und ja, ansonsten nichts Spektakuläres. Der Wagen hat, glaube ich, relativ viel Platz für einen italienischen Sportwagen im Innenraum. Das ist zwar jetzt für Drive Club nicht so besonders nützlich zu wissen, aber ich glaube, generell ist das ein ganz gutes Detail, was den Wagen auch mit auszeichnet. Gibt es auch schon etwas länger, das Modell. Und wir schalten gleich zum nächsten. Das ist ein Spyker. Spyker 8C oder ne, C8, genau, Spyker C8. Und der ist ja, das ist ein holländisches Auto. Spyker hat ja auch mal ein Formel 1 Team gehabt und die bauen schon länger den C8. C8 ist richtig, ja. Und das ist jetzt die neueste Version davon. Das Ganze sieht erstmal ziemlich komisch aus. Der Wagen ist relativ klein, hat auch einen kurzen Radstand und fährt sich dementsprechend auch tendenziell mehr zum Übersteuern. Ist also schön wendig, aber auch etwas nervös. Manchmal hat man Probleme, den Wagen gut zu steuern. Dafür ist es aber auch ein Leichtgewicht. Und ja, das Design ist etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich, was gerade die Heckregion angeht. Von den Ausmaßen sieht er ein bisschen aus wie ein bisschen in Richtung Lotus Elise, aber ich glaube, ganz so leicht ist er dann auch nicht und auch noch ein bisschen größer. Kann aber generell sagen, dass er wirklich die Stärke ist von diesem Wagen, dass er eben sehr wendig ist. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was so ein Spyker kostet. Ich habe den Spyker vor allem eben nur das Team aus der Formel 1 in Erinnerung und wegen dem Film Born to Die, da fährt dieser eine Kung-Fu-Typ auch so einen Wagen. Also eine kleine Info am Rande. Ja, das Cockpit ist mit sehr vielen Schaltern da in der Mittelkonsole ausgestattet. Ich weiß gar nicht, wofür die alle sein soll. Diese Blechverkleidung, die dahinter steckt, sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, billig aus, finde ich. Also für mich hat das Cockpit so ein bisschen was von Marke Eigenbau. Ist wahrscheinlich auch eine Manufaktur. Spyker, kann ich mir gut vorstellen. Und deswegen kommt das auch nahe. Aber man merkt es schon, es ist von einer... Ja, es sieht für mich jetzt nicht so hochwertig aus, aber ich glaube, das ist auch eher so ein Auto, was man für den Fahrspaß haben will und vielleicht aber auch zur Exklusivität. Next, dieses Mal ein Bentley Speed 8 und das ist, glaube ich, die GT-Version. Also es gibt ja zwei verschiedene, es gibt auch noch den V8. Und der ist ja in der Sportklasse, den habe ich euch in der letzten Folge von All Cars gezeigt. Ja, und diese Version hat jetzt, glaube ich, einen V12 Motor drin oder einen V10, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat der Wagen einen schönen Topspeed, ist aber eben in den Kurven doch relativ träge, neigt eher so zum Untersteuern.
wie man das von so einem fetten Schlachtschiff eben auch erwartet. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, der Motorsound ist hier nicht so toll gelungen wie beim V8. Der V8 hat wirklich einen tollen Sound, den ich mir auch sehr, sehr gerne anhöre. Und diesen Wagen hier fahre ich da im Gegensatz dazu ganz selten, weil der sich auch nicht so toll anhört. Und ja, ich weiß nicht, ob der 12-Zylinder sich generell schlechter anhört als ein 8-Zylinder. Auf jeden Fall ist da schon ein ziemlicher Unterschied, wenn ihr das nochmal selber überprüfen wollt. Ich habe in der letzten Folge den getestet, den 8-Zylinder Bentley. Da kann man das nochmal ganz gut vergleichen. Ja, das Cockpit ist natürlich hochwertig wie eh und je bei Bentley. In der Mitte der Mittelkonsole haben wir klassisch wieder eine kleine Uhr integriert. Und ansonsten hat aber auch hier mittlerweile schon eine digitale Anzeige ihren Platz zwischen den Armaturen gefunden. Also auch die Technik geht bei Bentley mit. Und der Innenraum ist aber auch, finde ich, nicht ganz so hochwertig wie bei dem 8-Zylinder. Also irgendwie kommt es mir so vor, als ob die vielleicht vertauscht haben. Ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls so mein Eindruck. Für Rennen würde ich euch den Wagen nicht empfehlen, sondern eher nur so zum Cruisen. Nächster Kandidat, Alfa Romeo 4C, das Lieblingsauto von Grobi von OSR. So ein bisschen der kleine Bruder des Alfa Romeo 8Cs, der ja jetzt übrigens hier mit dem 4C auch in Serie gegangen ist. Der Wagen ist sehr, sehr klein, das fällt am Anfang auf. Dementsprechend ist er aber auch agil, also man kommt gut rum mit dem Wagen, die Kurven sind schön zu fahren, auch enge Kurven und Lastwechsel bekommt man gut mit dem 4C gebacken. Dafür ist so ein bisschen die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit hier natürlich ins Hintertreffen gerückt. Man kann mit dem Wagen doch ganz gut fahren, ist auch Anfänger geeignet. Von der Größe her ist es auch wieder eher so, dass er so in die Richtung Lotus Elise passt, aber auch er ist, glaube ich, etwas schwerer. Ich habe mal einen schönen Vergleichstest in einer Autozeitschrift gelesen, wo der 4C gegen den Porsche Cayman angetreten ist. Ich finde, die beiden Klassen passen ganz gut zusammen, wenn man so einen Vergleich haben will. Da weiß man dann ungefähr, in welcher Liga dieser Wagen spielt. Und ja, im Spiel ist er doch eigentlich ganz gut für Anfänger geeignet auch. Das Cockpit sehen wir hier, ist ein bisschen so von den Rundinstrumenten, ein bisschen bei Lamborghini geklaut, finde ich. Die haben nämlich ähnliche Abdeckungsklappen im Gallardo. Ja, das Head-Up-Display in der Mitte setzt natürlich voll auf Elektronik. Ja, ältere Alfa Romeo Modelle hatten vor allem Probleme mit der Elektronik. Hoffen wir mal, dass die das heutzutage nicht mehr haben. Sonst kommt dieser Wagen nämlich nicht besonders weit. Ja. Ich finde das Design von dem 4C nicht so schön. Den 8C fand ich viel, viel schöner. Wie ist eure Meinung dazu? Auch das könnt ihr gerne in den Kommentaren niederschreiben. Ja, jetzt kommen wir nochmal zum letzten Kandidaten für diese heutige Folge. Ist es nämlich der Ferrari California. Den gibt es schon länger. Mittlerweile gibt es ja auch eine Turbo-Version von dem. Also eine Version ohne Saugmotor, sondern mit Turbo-Aufladung. Passend zur letzten Formel 1-Saison wurde das Ding rausgebracht. Hieß dann aber, glaube ich, California T. Also das hier müsste dann eigentlich laut der Bezeichnung der normale Sauger sein. Dieses ältere Modell. Und ja, der fährt sich ziemlich cool, kommt sehr gut um die Kurven, man hat ein tolles Fahrverhalten, sehr ausgewogen. Ich hätte ihn mir für einen Ferrari ein bisschen aggressiver vorgestellt im Spiel. Muss aber auch sagen, dass dass man eben hier wirklich ein tolles Auto hat, was sehr ausgewogen ist. Was mich ein bisschen stört an dem Wagen ist, dass der einen sehr mauen Motorsound hat. Also es hört sich für mich nicht so wie ein Ferrari an, sondern noch schlimmer als die anderen Autos. Also vom Motorsound her punktet der California bei mir auf jeden Fall nicht. Aber eben vom Fahrverhalten ist er wirklich eine gute Klasse für sich. Ja, wir nähern uns langsam auch dem Ende. Ich werde gleich nochmal aufs Cockpit angehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr kennt den Spruch schon, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ansonsten, ja, jetzt gucken wir nochmal aufs
Cockpit, Ferrari-typisch, wirklich sehr hochwertig, gefällt mir extrem gut. Auch mit diesen Carbon-Applikationen dort in der Mitte bei den Einlässen, das sieht schon sehr geil aus. Auch hier haben wir wieder ein Head-Up-Display und der Drehzahlmesser im Lenkrad, das ist sowieso richtig geil, das liebe ich. Haben viele Ferrari-Modelle und der California mittlerweile auch. Und das ist also vom Cockpit wirklich mega geil gelungen. Ja, vielen Dank, dass ihr dann auch diese Folge wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Tour und dann geht es mit den anderen Performance-Autos übernächste Woche weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.